Ja, hallo, ich bin der Sven Zinserling, komme aus Hanau bei Frankfurt, bin 47, wie man sieht, jünger aussehend. Ja, ich habe die letzten 18 Jahre im Ausland gelebt, davon 13 Jahre in Thailand, 2 Jahre Miami, 2 Jahre Spanien, 2 Jahre Bali. Bin Tauchlehrer, habe dort einen sehr gut gehenden Biergarten auch gehabt, dadurch natürlich auch viel Kundenkontakt, kann frei sprechen, habe natürlich auch schon viel nach Drehbuch gedreht. Kann sehr gut improvisieren. Ich stehe unheimlich gern vor der Kamera. Mir macht das mega Spaß. Und ich durfte ja auch schon viel drehen, wie ihr an meiner Vita schon gesehen habt. Habe in letzter Zeit ein paar tolle Werbedrehs gemacht für die Lufthansa, für Commerzbank, für die Sparkasse, für die Deutsche Post und auch sogar für VW. Als nächstes steht noch ein Dreh für die TUI an. Also bin also ganz gut dabei und es macht mir einfach, wie gesagt, mega Spaß. Drehe jetzt seit 4 Jahren fürs Fernsehen, bin seit 4 Jahren wieder in Deutschland. Ein Freund von mir hier in Hanau, der hat eine sehr gut gehende Druckerei. Dort arbeite ich seit ungefähr über einem Jahr als Ermittler. Suche halt säumige Kunden, observiere diejenigen auch, fahre denen hinterher, schau, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, guck, dass halt das Geld wieder rankommt. Bin damit auch sehr erfolgreich. Es macht mir auch wirklich sehr viel Spaß, der Job. Also bin ich für die Detektivserie eigentlich auch ziemlich nicht geeinigt, geeignet. Ja, ich kann auch sehr gut Hochdeutsch sprechen, ich kann auch Hessisch babbeln, so wie ihr es gerne hättet. Ich freue mich megamäßig auf das Projekt. Ich würde mich freuen, wenn er mich aussucht. Bis dahin sage ich einfach mal Ciao, hier war der Seven aus Hanau. Bye!